Oh, mit dem komischen Lichtverhältnis sahst du aber richtig böse aus. Na gut, anscheinend können wir hier jetzt wohl noch nichts machen. Dann würde ich sagen, sind wir hier wohl noch falsch. Also gehen wir hier raus. Plaza of Seal. Drücke nach oben, um leichter dein aktuelles Ziel zu navigieren. Wäre eine Alternative. Ich glaube, das mache ich mal. Dann zeig mal, wohin ich muss. Zeig's mir weiter. Achso, vielleicht sollte ich dann aber auch bei diesem Chen Lin da rein. Da. Ich meine, das wäre jetzt sowieso die Sache gewesen, wo ich als nächstes hingegangen wäre. Sicher. Auf jeden Fall. Sonst natürlich nirgendwo anders hin. Die Waffenschmiede. Willkommen in den Hallen des Diabolos. Naja, da war ich mit Diablo schon gar nicht mal so unübel hier mit dem Feuerchen, was er da gemacht hat. Aber so richtig schnuggelig hier. Komm, lass uns doch mal hier vor dem Ofen. So, hier. Die kleine Felldecke. Ellie? Ellie! Ach, da bist du. Wird man einmal ein bisschen romantisch? Oh, Süße. Du siehst richtig romantisch aus. Oder eher gesagt, du siehst richtig bezaubernd aus in dem Glutschein des Ofens. Was meinst du? Wollen wir uns nicht hier gemütlich machen? Ja? Nein? Doch nicht? Na gut, dann später. Aber nicht vergessen! Das machen wir. Später irgendwann auf jeden Fall. Was haben wir denn hier alles Schönes? Hier unten haben wir gar nichts. Ja, ich weiß. Wir müssen leider los, Ellie. Wir haben jetzt keine Zeit zum Flirten. Sorry, geht nicht. Kannst du jetzt böse gucken, so viel wie du willst. Wir müssen ja leider noch eine Aufgabe erledigen. Danach können wir gerne schmusen. So, weiter geht's hier. Oben gucken, was haben wir hier? Nix, ganz toll. Hat man immer gerne. Weiter geht's. Ab nach oben. Hast du gelesen? Das ist Gautama, oder? Der Gründer des Buddhismus verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Kamsa keine anderen Götter neben sich duldet. Ja, das kommt mir auch sehr stark so vor. Was haben wir hier? Hallo? Ist der Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat dir alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Wo? Hören Sie das? Unten ist jemand. Unten oder hier oben? Lockpick. Okay, ist doch nichts mehr da, dann würde ich mal sagen. Gehen wir mal schnell nach unten. Ach, guck an. Verzeihen. Dann entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Bin ich auch schwer für. Aber gut, dass wir ja vorhin schon da drinnen waren.
Von dem her, da kann man jetzt ja direkt loslegen und irgendwelchen Hoshis voll in den Arsch treten. Habe ich jetzt mal so richtig geilen Bock zu. Einfach mal so spontan sein und jemanden in den Hintern treten. Sollte man mal öfters machen. So, Factory, da ging es nicht her, sondern wir müssten... Feuer, wer bist du denn? Wo kommst du denn jetzt her, bitte? Ey, du kannst doch nicht mit Leuten schmeißen. Fuck! Nein! Renne! Renn noch mehr! Renne! Geh weg! Ich glaube, ich bin hier so leicht in der Zwickmühle. Ellie! Hast du was? Ich hab ein Problem. Jetzt! Danke! Au! Du Arsch! Ich hau dich kaputt! Was du denn jetzt, einer? Wütender Stampfer. Wenn deine Gesundheit extrem niedrig ist, fügst du doppelten Schaden hinzu. Ausrüsten. Ich kann sie nicht leiden, Mr. Dewitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihrem Mann. Dankeschön, ich hab dich auch lieb. Aber jetzt habe ich ein Problem. Gesagt hat. Ja, weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich geschützt. Job ist Job. Och, ey, teilweise würde ich dir mal so gerne in den Arsch treten. Jetzt müssen wir nur noch einen Stück finden. Und nimm mich bitte, Bocca. Fleisch, Milch und so, jetzt hat er endlich Zähne gelabert. Also mal ganz ehrlich, Leute, dieser Booker, der haut hin und wieder Sprüche raus. Einerseits tut er so, als wenn es ihm in irgendeiner Art und Weise ja doch leid tut, was mit ihr da los ist. Und andererseits haut er Sprüche raus, da denkt man sich, oh Mann, ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Was wollen Sie denn? Ja, es droht ein Aufstand, David. Tja, Fitzroy hat die Wilden aufgewiegelt. Da hätte einer wie ich schon verwendet für einen alten Pickup-Mann wie Sie. Leck mich. Egal, was du willst, wir kommen... Egal, was du willst, wir kommen nicht ins Geschäft. Also, ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen. Los, hier. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein Wahnsinn mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei...
Schnauze! Ich komme dich mal nach unten besuchen hier. Wo seid ihr alle? Hoppala! Junge, ich muss sagen, sie gefallen mir! Hey! Da oben bist du! Her damit! Noch da? Oder schon weg? Einmal nachladen. Also jetzt habe ich doch echt die Schnauze voll. So, Treppe. Schnauze voll hier, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt komme ich hoch und halt. Mach dich oben kaputt. Wo bist du? Bitte sehr. Panzerfaust. Wo hat er sich versteckt? Medikit? Salze? Nein. Auch nicht. Wo ist der Pisser? War doch jetzt. Wo? Salbengeschütz? Hier! Wo ist der denn? Schuss mit Granate. Mal was Neues. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich hab ihn an dem Schatz verhindert. Ah, komm her. Komm. Ja. Nein! Scheiße, noch ein. Lässt du das? Darfst nicht mitspielen. Hab ich dir nie erlaubt.